Ich grüße euch mal wieder, meine lieben Freaks und Maniacs. Mein Name ist Why the Tie und ich habe nichts Besseres zu tun und deshalb herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe zu Check Dat Aus. Das sind, wie ihr wisst, meine kleinen Videos, in denen ich euch immer wieder Dinge zeige, die mit Videospielen zu tun haben, aber selbst keine sind. Heute nur eine sehr, sehr kurze Folge, denn es geht um etwas, mit dem müssen wir uns wirklich nicht beschäftigen. Denn wir sind ja alle erwachsen. Es geht um Süßigkeiten. Pilzspender, die schauen wir uns zusammen an, aber ganz ehrlich, in unserem Alter, wen interessieren da noch Süßigkeiten, oder? 5 Minuten vorher. Naja, gut, vielleicht interessieren uns Süßigkeiten ein bisschen, aber natürlich umso mehr, wenn sie sich um Nintendo drehen. 1, 2, 3 verschiedene Pets-Spender von Nintendo bzw. von Pets mit der Nintendo-Lizenz zeige ich euch im Detail und natürlich auch, was sie kosten, ob sie ihr Geld wert sind und ob es genauso lecker schmeckt, wie es aussieht. Und das gucken wir uns jetzt gleich an. An meinem wundervollen Auspacktisch. Bis gleich. Bumm. Ja, und so schnell kann es gehen, da sind wir auch schon am Ort des Auspackens und ich habe sie natürlich mitgebracht, die 3 PEZ oder PEZ oder PES, wie auch immer ihr es nennen wollt, die 3 Bonbonspender von Nintendo, die ich mir geholt habe, beziehungsweise die man mir als Tipp gegeben hat und ich sie daraufhin geholt habe. Die gab es für 1,59 bei einem namenhaften Geschäft mit den 3 Buchstaben Kick nämlich. Das kann man hier auch mal sagen nebenher. Da gab es die. Ja, Nintendo hat immer mal wieder zwischendurch offenbar ihre Lizenzen mit irgendwelchen Süßigkeiten in Kombination und verkaufen das dann entweder als Merchandise oder eben als eine Art Werbung oder sonst irgendwas. Ein paar Beispiele habe ich euch mal mitgebracht. Die beiden Schätzchen hier sind zum Beispiel Bonbon-Dosen aus Metall. Davon gibt es eine ganze Menge. Das hier sind jetzt nur 2. Ich glaube, insgesamt habe ich 5 Stück oder so, verschiedene. Das hier ist eine Mario Kart Puppe, die war auf einem Bonbonspender drauf und einem Bonbonschießer drauf. Den gibt es auch mit Yoshi. Ich glaube, den habe ich euch sogar mal in einem alten Video gezeigt. Und auch hier, da gab es ein paar Sticker dabei, die hier in diesem Block drin waren, der farblich überhaupt nichts mit Mario oder Nintendo in irgendeiner Form zu tun hat. Völlig egal. Da waren dann auch dementsprechend Bonbons drin und so weiter. Ja. Pokémon macht es genauso und so weiter. Das heißt, immer mal wieder gibt es eine Werbeform bzw. eine Vertriebsform für Nintendo, die mit Süßigkeiten zu tun hat. Und so auch hier. Außer natürlich, dass wir hier tatsächlich echte PEZ-Spender haben oder PEZ-Spender haben. Die sind absolut original. Das heißt, die sind wirklich von der Firma PEZ. Die haben offenbar die Rechte davon bekommen, von Nintendo entweder bekommen oder Nintendo ist an PEZ herangetrieben und hat gesagt, würdet ihr das bitte machen? Und offenbar funktionierte das. Wer PEZ nicht kennt, dem werde ich jetzt gleich zeigen, was PEZ ist. Und wir fangen natürlich mit dem bekanntesten der 3 PEZ-Spender an und das ist Mario. Wie man hier sieht, die Verpackung ist sehr hübsch, sehr groß auch gemacht tatsächlich. Also für dieses kleine Produkt, was da drin ist, eine sehr, sehr große Verpackung, sehr offen. Großer Mario ist drauf, Super Mario steht drauf. Und da ist auch schon der PEZ-Spender. 1,59 kostet in Deutschland, nicht so in verschiedenen anderen Ländern. Und wie gesagt, 1,59 haben die pro Stück gekostet. Wir packen das aus. Und zwar absolut professionell, wie wir es als Kinder gemacht haben. So, nehmt euch. Ja! So, da haben wir das Ganze befreit. Müll kann wie immer hinfort. Und da haben wir es auch schon, wie man sieht. Die PEZ-Spender kommen immer mit einer Rolle Bonbons. Die kann man sich natürlich, oder einer Packung, wie ihr sehen wollt, die kann man sich natürlich auch nachkaufen dann als Set. Das ist, welche Geschmacksrichtung ist das? Gelb. Auf jeden Fall gelb im Geschmack.
Die tun wir erstmal zur Seite. Ich zeige euch gleich, wie die funktionieren. Und das ist der Mario Peach Spender. Hier sieht man es auch an der Seite. Große Buchstaben. Das Ganze hier, den Mario Kopf drauf. Das mit sehr, sehr hübschen Farben gemacht. Aber wie ich finde, das Rot hätte durchaus ein bisschen kräftiger sein können. Finde ich fast ein bisschen, fast ein bisschen zu hell. Nichtsdestoweniger, das Gesicht ist sehr, sehr cool. Fast schon ein leicht erwachsenerer Mario im Gesicht, als man so gewohnt ist. Aber ansonsten alles dabei, Schnurrbart dabei. Den Mund hat er hier leicht offen, im Lächeln verzogen. Die blauen Äuglein. All das sehr, sehr klasse. Wie gesagt, Peach-Spender sind Bonbonspender. Ich werde euch jetzt auch zeigen, wie diese Peach-Spender funktionieren. Denn Peach kombiniert so ein bisschen, kombiniert so ein bisschen, ich kann das überhaupt nicht, merke ich hier gerade. Kombiniert so ein bisschen Bonbons mit Spiel, beziehungsweise Süßigkeiten mit Spielzeugen. Ich mache das hier gerade so miserabel, dass ich mich fast schon schäme. Aber das lassen wir drin, schneiden wir nicht raus. Eiskalt, so machen wir weiter. Reality Fernsehen für euch da draußen. So. Nach und nach, ich lasse die jetzt mal einfach so, sonst könnte das noch ein bisschen dauern. Mit Sicherheit, mit ein bisschen Übung kann man das mit Sicherheit schneller. Wie ihr seht, in dieser Plastikschiene, wo wir das jetzt hier rausgezogen haben, sind diese rechteckigen Bonbons mit den runden oder abgerundeten Ecken eingelassen. Die passen da sehr genau rein. Man schließt dann den Peach-Spender wieder. Jetzt sieht er wieder aus wie vorher, wie in der Verpackung. Und wenn man sich jetzt einen Bonbon nehmen möchte, dann bricht man diesen Figuren das Genick und ein Bonbon kommt raus. Dann geht das wieder runter und das nächste kommt raus. So, das heißt, die Bonbons sind geschützt, da kommt keine Witterung dran, kein gar nichts und man hat immer einen, wenn man ihn gerade haben möchte. Aber natürlich geht es hier stark um die Optik und um den, ja, wenn man so möchte, um den Wert als Sammler, denn das ist natürlich auch ganz hübsch so an und für sich. Kostprobe darf natürlich auch nicht fehlen. Ja. Ja. Schmeckt noch genau wie vor 30 Jahren. Allerdings genauso, als wären die erst vor 30 Jahren verkauft worden. Wir machen mit dem nächsten weiter. Marios grüner Freund. Leider ändert sich hier in der Verpackung nichts. Die Verpackung ist genau dieselbe. Das heißt, auch hier großer Mario drauf. Da ist man also auf Nummer sicher gegangen, das Maskottchen wirklich von Nintendo drauf zu lassen. Ich nehme mal an, aus Grund der Erkennung. Das heißt, man hat hier keinen Mario, keinen Yoshi drauf abgebildet, sondern hat sich für den Mario entschieden und ist dabei geblieben. Auch hier kommt wieder eine Menge Müll zusammen. Auch hier wieder Bonbons dabei. Rot diesmal. Kirsch, wie es scheint. Und hier ist der kleine Yoshi. Der ist auch sehr, sehr hübsch gearbeitet. Sehr groß, kommt sehr stabil rüber. Ich finde, hier hätte man durchaus diesen Standfuß, den hätte man durchaus grün machen können. Ich finde jetzt weiß nicht so die optimale Farbe für Yoshi. Aber ansonsten sind das sehr, sehr schöne Farben. Auch hier den Mund leicht geöffnet, wahrscheinlich für noch ein bisschen mehr Optik, noch ein bisschen mehr Dynamik. Hier den Ansatz der Rückenschuppen und auch hier die Plastikschiene, wo im Nachhinein die Bonbons reinkommen. Das jetzt nochmal zu machen, erspare ich euch. Das werde ich jetzt nicht tun, sondern direkt zum dritten Toad übergehen, beziehungsweise zum dritten Peach-Spender. Ich habe schon verraten, wer es ist. Es ist Toad. Toad, immer noch mein Lieblingscharakter aus dem Pilzkönigreich, das heißt mein Lieblingscharakter aus der Mario-Serie, wenn man so möchte. Deswegen habe ich mich besonders gefreut, als neben Mario und Yoshi, was ja jetzt auch hätte Peach sein können oder Donkey Kong oder sonst irgendjemand, es Toad statt dessen geschafft hat. Hier sind auch nochmal Bonbons dabei in, was ist das, Erdbeer? Erdbeer! Lecker! Hier haben wir mal den zerfetzten dabei. Ja, das ist Toad. Hier muss ich sagen, ist die Platzierung aus dem Profil, vom dem Kopf her, ein bisschen komisch. Ja,
ein bisschen komisch gelungen. Sieht ein bisschen aus, als hätte er so eine leichte Genickstarre. Ich meine, das kann man immer ändern, ne? Indem man ihm für ein Bonbon das Genick... Mein Gott, wie das aussieht. Das Genick bricht. Aber ansonsten ist der Kopf ein bisschen sehr weit vorversetzt. Wenn man den so ein bisschen rübergezogen hätte und hätte stattdessen hier einen anderen Abschluss gefunden, dann wäre der vielleicht ein bisschen angenehmer anzuschauen. Aber auch hier sind die Farben völlig in Ordnung. Das Gesicht auch hier mit dem leicht geöffneten Mund im guten Ausdruck. Warum man sich jetzt hier für den gelben Standfuß entschieden hat, anstatt hier den weißen zu nehmen, hier, wo er dann auch gepasst hätte, weil Toads Hose, glaube ich, zum Beispiel weiß ist. Das hätte man zum Beispiel hier benutzen können, aber was soll's. Immerhin haben... Huch! Jetzt bin ich schon auf Zucker hier. Völligen Zuckerschock. Immerhin haben alle drei Pilzspender eine eigene Farbe. Das heißt, man hat hier weiß, blau und gelb. Das heißt, selbst wenn die Kinder jetzt keine großen Nintendo-Fans sind, kann man sich trotzdem an der Lieblingsfarbe orientieren. Und wie man sieht, die drei Pilzspender sehen klasse aus. Für 1,59 mal 3. Eine ganz nette Anschaffung. Natürlich jetzt nicht unbedingt ein großer Wert in jeder Sammlung, aber auf jeden Fall sehr, sehr hübsch, sehr, sehr schön anzuschauen. Und ich werde mir gleich noch ein paar Bonbons reinpfeifen und dann auf den Rave gehen, auf den Zucker-Rave. Naja, auf jeden Fall wieder ein kleines Check dat aus von mir, diesmal um euch zu zeigen, was Nintendo so im Land der Süßigkeiten alles reißt. Das ist wirklich verwunderlich. Ich war selbst, als ich die Sachen aus meiner Sammlung zusammengesucht habe, erstaunt, wie viele Süßigkeiten und Bonbon, ja, Artikel ich tatsächlich in meiner Sammlung stehen habe, und das werden jetzt wieder drei mehr. Wann immer ich irgendwo wieder solche Schätzchen finde, werde ich euch natürlich wieder davon berichten. Neben diesen Check dat aus Videos könnt ihr auf meinem Kanal auch Pack dat aus sehen, wo ich mit euch zusammen Videospiele auspacke und mir ganz genau anschaue. Top und Flops könnt ihr bei mir auch sehen und natürlich Wartungen zu Retro-Spielen und etc. Eine ganze Menge. Alles um Nintendo. Wenn ihr also Bock drauf habt, könnt ihr mal reinschauen. Ihr könnt auch hier gerne ein Like lassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ansonsten ein Kommentar, was man vielleicht verbessern kann, beziehungsweise was euch besonders gefallen hat. Ich freue mich über jede Rückmeldung, die ich bekomme. Wie ein Schneekönig, ihr glaubt gar nicht, wie sehr. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und euch meine Stimme jetzt noch nicht auf den Keks geht, dann dürft ihr auch gerne abonnieren klicken und dann keine Videos mehr von mir verpassen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß im Land der Zucker... Oh, im Land der Zuckerbonbons. Und natürlich beim Zocken wie immer. Viel Spaß, euer Y. The Time.